Hallihallo und herzlich willkommen zu F1 24. Endlich wieder Formel 1 hier auf dem Kanal. F1 23, der Vorgänger, musste ja leider früher beendet werden, hauptsächlich aus privaten Gründen. Und auch jetzt hier in F1 24 starten wir ja ein bisschen später rein, aber wisst ihr was, das sind Geschichten der Vergangenheit. Wir blicken jetzt auf eine hoffentlich spannende und vor allem glorreiche Karriere entgegen. Und apropos Karriere, ja, nach 4 Jahren MyTeam-Karriere gibt es jetzt wieder mit F1 24 eine Fahrerkarriere hier auf dem Kanal. Also zuletzt in F1 2019 hatten wir das bestritten. Und der einfache Grund ist folgender. Ja, in der Fahrerkarriere haben sie richtig, richtig viel verändert, richtig viel coole neue Features mit reingebracht, wo ich richtig Bock drauf habe. Und in der MyTeam-Karriere ist eigentlich quasi seit F1 2020 nichts passiert. Da haben wir eigentlich alles erreicht, was wir zu erreichen haben. Und deswegen hätte ich gesagt, wir schauen uns jetzt erstmal die neue Fahrerkarriere an. Und wer weiß, vielleicht in Zukunft gucken wir mal, wie es läuft. Können wir uns ja immer noch überlegen, ob wir auch nochmal eine MyTeam-Karriere starten. Aber jetzt gehen wir erstmal rein in das Ganze. Und das kann ich auch vielleicht gleich schon mal sagen an dieser Stelle. Du merkst vielleicht, ich sitze hier ganz bequem an meinem Schreibtisch und noch nicht am Lenkrad. Das ist, wenn du so willst, die 0. Folge des Projekts. Hier werden wir erstmal alles einrichten. Erstmal alles so ein bisschen kennenlernen. Wir beschnuppern diese neue Karriere erstmal. Und wirklich ins Lenkrad greifen tun wir dann in der nächsten Folge, in der, wenn du so möchtest, offiziellen ersten Folge. Also wenn dich das jetzt hier so gar nicht interessiert, für welches Team fahre ich, welcher Fahrer bin ich überhaupt und so weiter, dann kannst du die Folge ruhig skippen. Habe ich kein Problem mit. Ich biete das hier nur an, der Vollständigkeit für alle, die es eben interessiert. So, wir gehen jetzt aber rein. Fahrerkarriere. Und ja, wir können jetzt entscheiden, direkt zur Formel 1 springen oder sollen wir unsere Karriere erstmal in der Formel 2 beginnen? Ich habe es tatsächlich überlegt, das so zu tun. Erstmal vielleicht Formel 2. Man kann ja auch eine verkürzte Saison machen. Habe mich jetzt aber schlussendlich doch dagegen entschieden. Wir steigen direkt ein mit der F1. Und so eine Formel 2-Saison können wir uns ja immer mal noch überlegen, wenn es denn Sinn macht. Die, übrigens, genau, da gehe ich nochmal kurz zurück, die Formel 2 2024-Saison mit den veränderten Formel 2-Boliden, das wird noch nachgereicht. Also vielleicht ist es da sogar nochmal, ja, interessant, vielleicht sogar wirklich eine reine Formel 2-Karriere auch mal noch zu machen. So oder so, wir gehen direkt zur Formel 1 und ja, wir können die komplette Saison fahren, wir können eine benutzerdefinierte Saison machen. Ich mache jetzt mal benutzerdefiniert, auch wenn wir in der ersten Saison trotzdem alle Rennen fahren. Aber dann haben wir einfach nochmal die Übersicht, was es hier eben alles gibt. Und ich glaube, ab Saison 2 ist sogar auch dann Portimao wieder mit in der Auswahl. Also da können wir dann auch ein bisschen customizen. Ich überlege es mir auch noch tatsächlich, ob ich in den Folgesaisons dann vielleicht verkürzte Saisons mache, damit wir mehrere Saisons schaffen. Mal schauen. Jetzt aber erstmal den vollen Kalender. So. Willkommen bei F1 24 und willkommen zu einem brandneuen Erlebnis in der Fahrerkarriere. Bevor du loslegst, müssen wir festlegen, wie du spielen willst. Dies ist die Standardeinstellung, die dir ein ausgewogenes Spielerlebnis bieten soll. Wenn du die F1-Spiele bereits kennst, kannst du deine Einstellungen nach Belieben selbst anpassen. Das war's von mir. Viel Spaß! Ja, danke, Natalie. Ich habe jetzt mal diese ganzen Erklärungen am Anfang mit drin. Das erklärt es nochmal für mich, auch wenn das jetzt klar war, aber auch nochmal für dich. Und wie gesagt, ist die 0. Folge. Wir machen es hier heute uns einfach ein bisschen gemütlich in dieser Ausgabe. Und die nächste Folge sollte dann auch nicht so lange warten lassen. Mit dem ersten Rollout, mit dem ersten Qualifying und das erste Rennen sollte dann auch nicht zu lange auf sich warten lassen. So, jetzt aber rein hier, eigene Einstellungen. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal kurz durch. Fahrhilfen, alles aus. Das sieht eigentlich gut aus. Also ich sehe jetzt nichts, was ich ändern wollen würde. So machen wir das. Wunderbar. Schwierigkeit. Steht jetzt mal auf 100. Ich lasse das mal. Es könnte durchaus sein, dass wir vielleicht ein bisschen höher gehen, ein bisschen runter gehen. Das ist auch wieder von Strecke zu Strecke anders, habe ich schon mitbekommen. Also die KI ist wieder nicht gleichmäßig stark. Da gucken wir einfach mal. Ich passe es immer so an, dass es auch eine schöne Herausforderung ist. Deswegen kann gut sein, dass wir da auch gleich vielleicht ein bisschen hochgehen werden. Ich lasse jetzt erstmal auf 100. Das werden wir dann wahrscheinlich schon im ersten Training feststellen, wie es ausschaut. So, Wochenendstruktur. Da wird sich tatsächlich nichts ändern im Vergleich zu den vergangenen F1 Let's Plays. Also wir machen hier komplettes Qualifying-Format. Wir machen auch wieder das lange Rennwochenende. Also das heißt, ja, die 50%-Rennen sind ein bisschen länger, die Folgen werden ein bisschen länger. Aber ja, im Großen und Ganzen wolltet ihr das so. Und ich glaube, mittlerweile bin ich einer der wenigen Let's Player, der tatsächlich auf YouTube im Videoformat wirklich noch diese längeren Rennen macht. Die meisten fahren die verkürzten Rennen, schneiden sie auch noch zusammen. Was völlig fein ist, ist auch eine coole andere Art, das Video zu gestalten. Ich habe ja schon mal erklärt, ich
entscheide mich nicht dafür, einfach mit dem Grund, wenn ihr was skippen wollt, könnt ihr bei einem Video jederzeit vorspulen. Dann macht das auch, habe ich kein Problem mit, die Funktion habt ihr auch. Und wie gesagt, ich zeige aber auch den Weg dahin. Ja, wenn der Gegner 5 Runden noch weg ist, bis ich zum Angriff komme, dann siehst du auch, wie ich diese 5 Runden mich daran kämpfe, hier auf dem Kanal. Wenn dir das gefällt, ja, kannst du jetzt schon mal ein Däumchen nach oben geben. Wenn du sagst, ah nee, sowas ist nicht so meins, ich hab's dann gerne lieber ein bisschen kompakter, kein Problem. Lass es mich auch gerne wissen, vielleicht hat sich ja die Meinung bei euch auch komplett geändert. Und dann können wir uns ja vielleicht auch so eine, ja, Highlight-Karriere oder verkürzte Karriere uns ja auch mal noch überlegen oder so. Mal gucken. So oder so, das ist jetzt erstmal der Plan, so wie ich es bis jetzt all die Jahre gemacht habe und so es einige auch lieben gelernt haben. So, wunderbar. Netter Tageszeit. Da will ich es nicht perfekt haben, ich will es relativ genau haben. Überraschung darf es geben, finde ich. Dann Karriereeinstellung, Fahrertransfers dürfen an sein, die Forschung und Entwicklungsverwaltung unbedingt. Das lassen wir alles mal auf Standard. Dann Defekthäufigkeit, da müssen wir jetzt nochmal kurz lesen, was das genau bedeutet. Nicht, dass wir da was genau Falsches einstellen. Also lege fest, wie oft technische Probleme bei dir auftreten. Technische Probleme sind deaktiviert, bei niedrig, technische Probleme treten weniger auf. Mit normaler Häufigkeit. Ich würde sagen, wir machen einfach mal niedrig. Natürlich dürfen die auftreten. Dann Defekttypen. Lege fest, was für technische Probleme auftreten können. Technische Störungen sind Probleme, die entweder vorübergehend oder dauerhaft sein können und deine Leistung beeinträchtigen. Mechanisches Versagen heißt, dass ein katastrophales Problem dich dazu zwingt, aus der Saison auszuscheiden. Also niedrig. Technische Störungen sind aktiviert, aber weniger schwerwiegend. Mechanisches Versagen ist deaktiviert. Bei Standard, technische Störungen sind aktiviert. Okay. Okay. Ja, also mechanisches Versagen machen wir auf jeden Fall nicht. Das hatte einfach immer den Effekt in der Vergangenheit. Und ich fand es nie gut gebalanced, dass man halt sehr, sehr oft sehr kurze Rennwochenende hatten. Ist halt fürs Projekt nicht geil. Ja, wenn ich habe schon mal gesagt, wenn ich jetzt live streamen würde, wo das dann egal ist, oder wenn ich jetzt für mich zocken würde, wäre das, glaube ich, eine Option. Für das Let's Play ist es aber eher kontraproduktiv. Wir hatten die Diskussion schon so, so, so oft. Und deswegen, das machen wir auf jeden Fall nicht. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal Standard, ja. Ich würde sagen, wir riskieren es, dass das so passiert, wie es passiert. Ansonsten, wir können es jederzeit ändern. So, Regeln und Flaggen ist auch natürlich interessant. Ja, Schränke der Kurven schneiden mache ich wieder regulär. Ich werde aber wieder versuchen, möglichst fair zu fahren. Der Grund, warum ich nicht auf streng mache, ist, ja, die KI wird niemals cutten, ja, also egal was passiert, die wird niemals cutten und dementsprechend gibt's da nie die Hoffnung, dass die sich mal eine Strafe reinfährt, während bei uns es halt doch mal passieren kann und ich würde auch behaupten, man kriegt manchmal Strafen, auch wenn man nicht unbedingt einen massiven Vorteil daraus gezogen hat. Ich werde, wie gesagt, wieder gucken, dass ich in den Track Limits bleibe, wenn ihr während des Projektes das Gefühl habt, hey, du cutterst aber ganz schön krass, dann lasst es mich auch wissen. Gerne natürlich Feedback, das ist natürlich nicht meine Intention. Park-für-mehr-Regel wird es auf jeden Fall geben. Boxen-Stop-Stil will ich immersiv. Safety-Car. Ich mache mal Standard, wenn wir das Gefühl haben, das kommt wieder gar nicht raus. So wie in den vergangenen Teilen können wir es immer noch erhöhen. Auch immersiv, Einführungsrunde auf jeden Fall. Immersiv, jawohl. Also das ist quasi mit dieser Übertragungsgeschichte, das wollen wir nicht. Und rote Flaggen mache ich auch einfach mal Standard. Auch hier keine Ahnung, ob es passiert, wie es passiert, wie auch immer. Wir machen einfach mal Standard. So, dann Simulationseinstellung. Was haben wir denn hier? Rückblenden. Automatische Wiederherstellung, keine. Ja, ich mache mal Rückblenden rein und ich mache sie auch auf unbegrenzt. Ihr wisst, oder zumindest mal die schon länger hier auf dem Kanal mit dabei sind, ihr wisst, ich nutze eigentlich gar keine Rückblenden. Ich lasse die Option aber einfach offen, falls irgendwas passiert, was eher ein Bug ist. Ja, also nicht mein Fahrverschulden oder sonst was, sondern wirklich ein Bug, was passiert oder sowas. Dass man halt die Option hat, okay, wir können es trotzdem nochmal resetten. Ja, aber ihr wisst, ich nutze es eigentlich nie. Ich glaube, in den letzten 4 Jahren habe ich eine oder zwei Rückblenden genutzt. Genau aus solchen Gründen dann. Also von dem her, ja, ist es einfach nur eine Option. Es ändert ja an sich nichts. Ja, Oberflächenart der Reifen mache ich realistisch. Also mit dem Kern, das haben sie auch gefixt jetzt mit dem Teil schon mal. Anders wie im letzten Teil, da war es noch so ein bisschen hin und her. Wenn der Treibstoff aufgeht, was passiert? Sollen wir ja stehen bleiben oder sollen wir, soll es weniger schwerwiegend sein? Ich würde sagen, ja, das darf schon schwerwiegend sein. Wenn ich zu wenig Sprit dabei habe, dann muss ich die Konsequenz auch tragen. Rennstart natürlich manuell. Ah, hier ist Reifentemperatur Oberflächen. Achso, warte mal, was ist dann Oberflächenart? Achso, das ist, wenn man neben die Strecke kommt, ne? Ja, ja, nee, nee, realistisch, das passt schon. Das ist oben in Reifensimulation der Boxengasse. Machen wir mal rein. Auswirkung von Autoschaden, Simulation, Standard. Boah, da bin ich gerade echt am Überlegen. Ich bin in manchen Teilen echt Simulation gefahren. War schon irgendwie cool.
Ich würde es aber jetzt erstmal, glaube ich, auf Standard lassen. Oder Simulation? Ah, das ist gute Frage. Ich glaube, ich mach's mal auf Simulation. Also auch hier würde ich, glaube ich, wirklich den Hardcore-Modus gehen. Und die Häufigkeit von Autoschaden dann leitet den üblichen Schaden durch Kollisionen. Ah, okay, hier. Ah, ne, Moment. Das ist, wie stark der Schaden sich auswirkt und das ist, wie krass schnell man Schaden bekommt, ne? Okay, dann würde ich sagen, hier machen wir Simulation. Also, ne, der Flügel fliegt dann ganz schnell ab, wenn man mal irgendwo drüber scheppert. Aber die Auswirkung würde ich eher auf Standard lassen. Ist das so cool? Ich mach's einfach mal. So, Kollision machen wir natürlich an. So, wunderbar. Dann Steuerung von Feedback müssen wir nicht einstellen. Audioeinstellungen müssen wir, glaube ich, auch nicht. Ich bin gerade noch am Überlegen, tatsächlich, ob wir die Funksprache, habe ich in den letzten Teilen immer auf Englisch gemacht, weil es ein bisschen authentischer ist. Wir können es aber gerne auch fürs Let's Play auf Deutsch machen. Schreibt mal auch das bitte in die Kommentare, was euch lieber ist. Ich stelle es jetzt einfach mal wieder auf Deutsch zurück. Oder Französisch. Okay, scendi in seconda posizione. Spingi sul pedale, andiamo a riprenderci la prima. Perfetto. Lass dich nicht abhängen. Einer von ihnen könnte einen Fehler machen, durch den du wieder nach vorn kommst. Ja, machen wir einfach mal auf Deutsch, dann versteht's auch jeder. Untertitel sind zwar an, aber ja. Gut, das soweit zu den Einstellungen. Wie gesagt, ich mach's einfach ausführlich, ist die nullte Folge. Deswegen machen wir uns da keinen Stress. Wir bestätigen das Ganze. Und dann wär's spannend. So, jetzt können wir nämlich tatsächlich als offizieller Fahrer, also als echter Formel-1-Fahrer, das Cockpit übernehmen, können aber auch wieder unseren eigenen Fahrer erstellen. Ich habe die letzten Tage euch abstimmen lassen, was wir denn machen sollen. Und im Prinzip ist es so, wenn wir einen offiziellen Fahrer machen, ist das Ergebnis ziemlich eindeutig, dass wir nämlich im Falle eines aktuellen Formel-1-Fahrers, also wir können, glaube ich, einmal draufgehen, wir können danach, glaube ich, wieder zurückgehen. Genau so ist es. Hey. Ich bin Elena, deine Agentin für deine sicherlich legendäre Karriere in der Formel 1. Alle Fahrer und Fahrerinnen haben ihre eigenen Fahrerwertungen. Diese begleiten dich während deiner gesamten Karriere und zeigen dir deinen Fortschritt an. Wenn du auf der Strecke gute Leistungen erbringst, verbessern sich die Wertungen und fließen auch in andere Bereiche deines Werdegangs in der Formel 1 ein. Auf die einzelnen Wertungen gehen wir später noch genauer ein. Alles klar. Aber das wird ein wichtiges Thema sein mit diesen Bewertungen. Ja, was ich sagen wollte ist, da gibt es auch verschiedene. Okay, ja. Der ist in Belgien geboren. Ist ja interessant. Ja, da erfährt man wieder was Neues. Ich dachte, der ist einfach auch wirklich in den Niederlanden geboren. Okay, egal. Was ich sagen wollte ist, genau, wenn wir F1 machen, haben die meisten dafür abgestimmt, dass wir als Nico Hülkenberg das Ganze übernehmen. Damit wäre natürlich auch klar, wir würden Haas fahren. Ja, das können wir nicht ändern. Es gab aber auch einige, die gesagt haben, wenn ich als Formel-2-Fahrer in die Formel 1 einsteigen soll, dann hatte die eigentlich zwei Favoriten. Und zwar einmal war das Bearman. Und ich glaube, man spricht ihn auch tatsächlich Bearman aus und nicht Bearman, was man denken würde bei einem britischen Fahrer. Aber ist egal. Oder tatsächlich Arthur Leclerc. Ich glaube, der spricht man nicht Arthur aus. Man spricht ihn auch nicht Arthur. Man spricht das Arthur französisch aus. Ist auch egal. Also die beiden waren eure Favoriten. Oder wenn ich ein Icon fahren soll, dann hattet ihr auch zwei Favoriten, einmal Senna und natürlich Michael Schumacher. Das ist ja auch irgendwie klar. Das können wir gerne uns mal für die Zukunft aufheben. Wenn wir so viel Spaß haben mit solchen Projekten und vielleicht ist die Fahrerkarriere auch früher zu Ende, weil wir alles sehr früh schon erreicht haben, können wir ja gerne mal mit Michael Schumacher eine Ferrari- oder Mercedes-Karriere machen. Wäre ja auch irgendwie spannend. Aber im Großen und Ganzen, die meisten Stimmen mit Abstand, mit doppelt so viel Stimmen, war tatsächlich, dass ich als eigener Fahrer wieder an den Start gehen soll und das wieder als alter Ego Ray Pixelheld, ja, so wie ich ihn ja auch immer die letzten Jahre genannt habe. Und deswegen machen wir das jetzt einfach auch mal. Also, Avatar, wir nehmen jetzt einfach mal, also ich habe mal ein bisschen schon mal im Vorfeld geguckt. Es ist schwierig, also die sehen alle nicht so aus wie ich, ja. Also wir können den hier nehmen. Der hat ein bisschen so 3, 4, 5 Tagesbart, was ich manchmal auch habe. Jetzt für die Aufnahme habe ich mich extra rasiert, also passt das schon mal nicht. Aber so einen könnte man nehmen, rein optisch. Ja, also ich habe jetzt in den letzten Jahren, sage ich mal, habe ich eigentlich immer den hier genommen. Ja, halt so ein markantes Gesicht, das habe ich jetzt nicht unbedingt, ne? Aber ich glaube, wir werden so oder so niemanden finden, der meiner, ich sage jetzt mal, Optik entspricht. Deswegen, der hat so ein, der würde, glaube ich, irgendwie gehen, aber hat so ein bisschen so ein Booby-Face. So ganz, ja, aber das habe ich nicht mehr eigentlich, also mittlerweile nicht mehr, würde ich sagen.
ja, ich bin tatsächlich nur ein bisschen so hin und her gerissen. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, wir nehmen jetzt einfach den hier, einfach um mal ein anderes Gesicht zu sehen. Passt schon. Sieht der so aus wie ich? Nee, eigentlich nicht, ne? Gar nicht. Die sehen alle nicht so aus wie ich. Ist eigentlich auch egal, wen wir. Wir können auch einfach den nehmen, den ich immer genommen. Ach komm, wir nehmen einfach den. Den habe ich die letzten Jahre immer genommen. Was soll's? Was soll's? So, machen wir jetzt einfach. So, zurück. So, dann Herkunft. Machen wir natürlich Deutschland. Ich liebe Deutschland. Und Name machen wir Ray. Und dann Pixel Held. So, wunderbar. Und natürlich Ray. Und dann kommt der Audioname, wieder ganz wichtig. Da gibt es natürlich wieder nichts Neues, also wieder nichts Rainer, Ray, egal was, gibt's nicht. Deswegen muss eigentlich wieder die einzig Wahre her. Der einzig Wahre. Aber ich glaube, diesmal haben sie es gefixt. Wahre. Also diesmal ist es der wirklich der. Wahre. Wir können natürlich auch der Glück habe ich der eigentlich Goldjunge, nicht. Der Goldjunge, der einzig Wahre. Wer war der einzig Wahre? Auch das gehört einfach jetzt zur Tradition. Und Fahrernummer nehmen wir natürlich meine 9. Und damit machen wir schon mal weiter. Hey, so. Ich bin Elena, deine Agentin für deine sicherlich legendäre Karriere in der Formel 1. Schön, dich kennenzulernen. Nachdem wir uns nun vorgestellt haben, kannst du jetzt deine Fahrerwertungen sehen. Diese begleiten dich während deiner gesamten Karriere und zeigen dir deinen Fortschritt an. Wenn du auf der Strecke gute Leistungen erbringst, verbessern sich die Wertungen und fließen auch in andere Bereiche deines Werdegangs in der Formel 1 ein. Auf die einzelnen Wertungen gehen wir später noch genauer ein. Ja, hat sie im Prinzip ja schon mal gesagt. Da wissen wir das auch schon mal. Natürlich noch keine Rennstarts, nix. Okay, perfekt. Also man kann sich hier wirklich so seine eigene Legende aufbauen. Finde ich eigentlich cool gemacht. So, wir kommen zu Helm und so weiter. Da gibt es noch nicht viele. Einen habe ich mir jetzt einmal schon mal freigeschaltet und den werden wir jetzt auch nehmen. Werden den allerdings ein bisschen umfärben, hätte ich gesagt. Wir nehmen mal, glaube ich, als Grundfarbe einfach mal schwarz. Und dann als Sekundärfarbe mache ich jetzt einfach mal so ein Gelb-Orange, würde ich jetzt einfach mal sagen. Kann ruhig ein bisschen kräftiger sein. So, vielleicht. Und dann die Farbe finde ich rot eigentlich gar nicht verkehrt, ne? So ein bisschen schwarz-rot-gold darf ja dabei sein. Vielleicht so ein bisschen in diese Farbe rein. So. Und die letzte Farbe, die ist da hinten, da würde ich glaube ich so ein richtiges Gelb vielleicht machen, wenn wir das hinkriegen. Sieht das gut aus? Ich weiß es gar nicht. Man sieht es nur so ganz verdeckt leider. Oder wir machen da mehr so ein Orange-Akzent, wäre auch okay. Mach ich mal so, komm, das passt schon. Ja, und damit ist natürlich auch schon klar, für welches Team ich fahre bei dieser Farbkonstellation. Nein, wobei ich sehe gerade, das eine Ding ist ja richtig. Hinten ist so eine. Könnte man jetzt auch als nicht schwarz-rot-gold erkennen, als sogar mehr als belgische Flagge. Ist auch egal, wir machen es erstmal. Wir können den Helm ja jederzeit ändern. Ich denke mal, wenn wir weitere freischalten im Laufe der Zeit, passt das auch. Nee, also das macht natürlich noch gar nichts. Wir haben, wie ihr seht, auch noch nichts freigeschaltet. Das müssen wir mal gucken. Genau, das wäre meine Emotion, wenn ich ein Rennen gewinne. So emotionslos. Und weiter geht's. Yes, yes, yes. Lasst was hören, Leute. Wir machen das mal, auch wenn ich es, glaube ich, ausstelle, weil es nervt. Ist auch egal. Wir machen weiter. Identität, Akademie wählen. Das ist auch neu. Wir können nämlich jetzt bestimmen, aus welcher Fahrerakademie wir kommen. Wir kommen vielleicht aus keiner. Das hat auch keinen Einfluss. Ich lese auch mal vor, dann ist doch noch vom Verständnis her klar. Dies ist die Akademie, in der dein Fahrer seinen Durchbruch hatte. Wenn du dich für eine Akademie entscheidest, verbessert sich deine Anerkennung bei den zugehörigen Teams. Das bedeutet, du hast mehr Einfluss auf die Fahrzeugentwicklung. Ja, da gibt es die Mercedes-Akademie, da ist Williams, Mercedes und auch entsprechend Aston Martin mit dabei, Ferrari, da haben wir Sauber, Ferrari logischerweise Haas, Red Bull mit den Visa Cash, also ich nenne sie einfach Racing Bulls, mit den Racing Bulls und mit dem Red Bull natürlich. Dann noch Alpine. Einfach Alpine und McLaren ist tatsächlich auch nochmal eine eigene Fahrerakademie. Ja, im Prinzip kann ich jetzt ja schon mal so ein bisschen spoilern, wo denn die Reise hingeht. Im Prinzip habt ihr zwei Favoriten genannt. Einmal war es tatsächlich Williams und einmal war es auch noch
McLaren, was ihr sehr, sehr gerne sehen möchtet. Ja, in meiner letzten Fahrerkarriere, 2019 war das ja, bin ich ja mit McLaren gefahren. Dementsprechend könnte man sagen, man setzt da wieder an. Finde ich auch cool, aber ich glaube, McLaren ist einfach zu stark und ich würde jetzt nicht zu stark beginnen. Und deswegen, ja, habe ich mich, auch wenn, tatsächlich, da bin ich auch ganz ehrlich zu euch, McLaren die meisten Stimmen hatten, aber ich glaube, 5 Stimmen weniger oder so, sind nicht viele Stimmen weniger gewesen, war Williams. Und Williams war auch mein erster Gedanke. Also ich habe wirklich überlegt, was nehme ich für ein Team. Aston Martin hätte ich auch noch überlegt gehabt, persönlich. Aber für mich war eigentlich echt Williams so, finde ich einfach Traditionsrennstall und ich glaube einfach für einen Einstieg ein guter Rennstall. Und warum nicht Williams nach vorne bringen? Wie nämlich die weitere Karriere aussieht, das entscheidet auch, ja, die Community. Also du so ein bisschen mit. Ob wir vielleicht irgendwann das Ziel haben, wirklich zu Mercedes zu wechseln oder ob wir Williams ja zu alter Glorie führen. Ich fände beides interessant tatsächlich. Mal gucken. Oder sogar kompletter Wechsel. Wechseln wir zu Ferrari rüber, weil das einfach das Ziel ist für jeden Formel-1-Fahrer. Oder vielleicht doch irgendwann zu McLaren, weil das der große Wunsch ist. Wir haben alle Optionen offen. Aber der Beginn machen wir jetzt erstmal als Deutscher in der Mercedes-Akademie. Finde ich absolut okay. Und machen wir so. Und wir werden dann auch gleich für Williams fahren. Wir werden eng zusammenarbeiten, um den bestmöglichen Deal für dich auszuhandeln. Du musst dich entscheiden, für wen du diese Saison fahren willst. Schwierig, ich weiß. Auf diesem Bildschirm siehst du alle verfügbaren Teams und du kannst dir einige Informationen über sie ansehen, die dir die Wahl erleichtern. Oben links findest du die wichtigsten Informationen über den Hauptsitz und die Fahrzeuge. Auf der anderen Seite siehst du die aktuelle Leistung deines Teams im Vergleich zu den anderen Teams. Diese Leistung wird sich je nach deinem Fortschritt in den kommenden Saisons ändern. Anerkennung ist ein System, das vom Team verwendet wird, um zu bestimmen, wie viel F&E-Verantwortung dir übertragen wird. Du wirst mit deinen Teammitgliedern verglichen und die Ressourcenpunkte werden entsprechend aufgeteilt. Deine Anerkennung wird durch die Verbesserung deiner Fahrerwertungen, deinen aktuellen Vertrag und andere Faktoren erhöht, auf die wir später eingehen werden. Ja, also ein neues System, sehr interessant. Also es kommt so ein bisschen drauf an, auf diese Fahrerwertung. Ihr seht, wenn ich jetzt hier bei Red Bull unterschreiben würde und Max Verstappen mein Teamkollege ist, ist der natürlich so mächtig stark, dass er 81% Einfluss hätte auf zukünftige Entwicklungen. Ich deutlich weniger. Und man sieht, je mehr Prozent man hat, desto mehr Boni bekommt man auch. Sprich, wenn ich, als Beispiel, wenn ich jetzt 55% Einfluss habe oder Bestimmung habe, dann könnte ich 3 simultane Upgrades machen, was ja dann mein Teamkollege logischerweise nicht mehr kann. Das ist so ein bisschen das Spannende. Wir können jetzt auch zum Beispiel sagen, wenn ich sage, Verstappen will ich rauskicken, ich übernehme seinen Platz, ich nehme jetzt Perez, dann sehen wir, ist die Prozentverteilung ein bisschen anders. Aber da ich jetzt als Neuling so oder so nicht gut dastehe, werde ich natürlich in so einem Top-Team kaum Entscheidungsgewalt haben. Es werden aber auch beide Fahrer entwickeln, aber ich glaube, das wird später im Verlauf eh nochmal gleich erklärt. Wie gesagt, wir werden zu Williams rübergehen. Da sehen wir es dann auch nochmal. Also, Teamleitung, James Wolffs, Chassis ist das F46. Wir haben den Hauptsitz in Großbritannien, wie fast jedes Formel-1-Team. Oder, also, ich glaube, es hat, ja, bis auf Ferrari. Racing Bulls ist, glaube ich, mittlerweile auch umgezogen. Klar, Sauber, Schweiz. Ah, selbst Alpine ist in Großbritannien, ne? Ah, ne, sie sind noch in Italien. Okay, dann will ich nichts gesagt haben. Und Haas in den USA. Aber ja, die meisten sind in Großbritannien. Deswegen, das tut nichts zur Sache. Wobei, bei Williams macht natürlich Großbritannien sowieso auch Sinn. Ist ja auch irgendwo ein britisches Team. So, wir sehen, wenn ich mit Alexander Albon das Ganze angehe, habe ich immerhin schon mal 40%. Und wenn ich Sargent als Teamkollege habe, wäre es sogar ausgeglichen. Ja, aber Sargent wollen wir natürlich ersetzen. Ich würde sagen, den vermisst jetzt auch niemand so direkt. Wir sehen auch, Williams ist eigentlich schon mehr oder weniger im Mittelfeld, wobei eher schon noch in der unteren Hälfte, also Aston Martin, McLaren, Mercedes, Ferrari, die sind schon mal ein Stück vor uns. Wir werden uns definitiv mit Sauber Alpine schlagen müssen, so zu Beginn. Und dann mal gucken, wo die Entwicklung hingeht. Ich habe jetzt auch schon gehört, die Entwicklungen gehen langsamer voran in dem Teil, was sehr, sehr gut ist, dass es so ein bisschen dauert, irgendwo hinzukommen. So oder so, ich laber viel zu viel rum. Wir wollen natürlich bei Williams unterschreiben. Okay, wen hättest du gerne in deinem Team? Du kannst dir deine beiden aktuellen Optionen ansehen und hier einige Informationen abrufen, bevor du deine Entscheidung triffst. Das könnte Auswirkungen auf dein Ansehen im Team haben. Ja, wie gesagt, wir werden gegen Alexander Albon oder den nehmen wir natürlich mit und Sargent kicken wir
raus. So, da haben wir das. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, also das mit dem Helm vorher, mit der Farbe, war natürlich Ironie, ne? Nur, dass jemand, wenn jemand das nicht verstanden hat oder so. Ist auch egal. Sieht gut aus. Ich würde sagen, wir gehen das so an. Ich bin gespannt. Okay, dann lass uns mal anfangen. Sorry, das ging nicht eher. Du weißt ja, wie das mit dem rechtlichen Kram so ist. Ja, hab ich, nein, hab ich nicht. Hier sind 80 Seiten komplett überflüssiger Fachjargon. Wie auch immer. Glaub's oder nicht, ich bin schon ganz aufgeregt. Na los, komm mal mit. Komm, ich muss dir was zeigen. Also, erst ist hier das übliche Zeug. Merchandising, Image, bla bla bla. Aber hier kommt das wirklich Interessante. Die Erwartungen des Teams an dich. Du sollst dich die ganze Saison über selbst herausfordern. Gib immer und überall dein Bestes. Sei die Nummer 1 im Team. Werde eine Legende. Das volle Programm. Jetzt liegt es an dir. Okay, Zeit für den Vertrag. Das Team erwartet von dir, dass du dich im Laufe deiner Karriere verbesserst. Und das tue ich auch. Wir werden dir eine vertragliche Zielvorgabe für dein Team zukommen lassen, damit dieser Fortschritt von beiden Parteien verfolgt werden kann. Hier findest du deine aktuellen Wertungen, wobei deine Gesamtwertung, auch WTG, ganz oben angezeigt wird. Dies ist der Wert, der zur Festlegung deines Vertragsziels verwendet wird. Wenn du diesen Wert verbessern willst, musst du an jedem Rennwochenende zeigen, was du drauf hast. Deine aktuelle Wertung wurde als Ausgangspunkt verwendet. Bewege den Schieberegler und lege dein Ziel für die nächste Saison fest. Ein höheres Ziel erfordert konstant gute Ergebnisse an jedem Rennwochenende. Dafür erhältst du aber mehr Anerkennung, wenn du unterschreibst. Hier siehst du deine Anerkennung im Team. Je höher das Ziel ist, das du dir gesetzt hast, desto mehr Anerkennung erhältst du, wenn du unterschreibst. Mehr Anerkennung ist gleichbedeutend mit einer besseren Fahrzeugentwicklung. Das bedeutet, dass dein Auto schneller wird. Du weißt, wie es läuft. Denk daran, dass du diesen Anerkennungsbonus verlierst, wenn du das Ziel nicht erreichst. Also nimm dir nicht mehr vor, als du schaffen kannst. Oben auf dem Vertrag findest du einige grundlegende Informationen. Über dem Schieberregler steht die Anzahl der Saisons, die dein Vertrag läuft. Nach Abschluss dieser Saison kann dir ein längerer Vertrag angeboten werden, falls das Team der Meinung ist, dass du einen verdienst. Bei einem längeren Vertrag erhältst du einen weiteren Anerkennungsbonus, wenn du unterschreibst. Es gibt noch ein paar andere Punkte, die wir besprechen müssen, aber das kann warten, bis du dich eingerichtet hast. Ich lasse dich jetzt allein, um die Konditionen zu vereinbaren. Ja, richtige Vertragsgeschichte, was ich sehr, sehr cool finde. Auch schon mit dem Gedankengang, hey, wir legen Verträge auf mehrere Saisons an. Finde ich sehr, sehr nice. Ja, wir sehen jetzt oben nochmal dieses Beispiel. Also, ne, wenn ich jetzt hier komplett nach unten gehe von meinem Wert aus, dann habe ich nicht so viel Bonus in dieser Fahrzeugentwicklung. Dann hätte Alexander natürlich ein bisschen mehr. Und wenn ich natürlich höher gehe, kann ich mehr Einfluss nehmen. Ich meine, ich kann jetzt nicht, zu 50% schaffe ich es nicht. Aber wie auch immer, ich habe keine Ahnung, wie ich performen werde oder auch nicht. Auch da habe ich schon unterschiedliche Sachen gehört. Das ist immer dann so der Vor- oder der Nachteil, wenn man ein bisschen später reinstartet. Ich würde aber mal sagen, die goldene Mitte ist, glaube ich, 69. Ich würde jetzt aber einfach sagen, als Ansporn, die Mitte reicht mir nicht, ja. Wir gehen mal einfach auf die glatten 70. Ich will 5 Punkte steigen in meiner ersten Saison. Ich glaube, Länge können wir noch gar nicht ändern in unserer ersten Saison. Das wäre dann danach spannend. Ich würde sagen, so gehen wir das auf jeden Fall mal an. Und dann würde ich sagen, wir unterzeichnen unseren ersten Formel-1-Vertrag in F1 24. Wir sind unter Vertrag. Wir stehen im Formel-1-Grid für 2024. Das hört sich großartig an. Jetzt müssen wir nur noch unser Ziel erreichen. Wir sehen uns in der Teamzentrale. Perfekt. Dann geht's da jetzt hin. Dass sie einfach mein Haus kopiert haben. Krasse Sache. Naja, das wäre mir zu groß, ehrlich gesagt. Bevor wir uns auf das erste Rennen der Saison vorbereiten, möchte ich noch kurz ein paar Dinge ansprechen.
Im Laufe deiner Karriere wirst du viele wichtige Informationen erhalten. Behalte diesen Tab zwischen den einzelnen Rennen im Auge, damit du nichts verpasst. Wir haben auch ein wunderbares Team aus Spezialisten und Spezialistinnen, die uns in dieser Saison einen Teil ihrer Zeit zur Verfügung stellen werden. Wenn du einen Moment Zeit hast, sollten wir uns vorstellen. Sie beißen nicht, das verspreche ich. Die Fahrerdetails enthalten alle wichtigen Informationen zu deinen Auszeichnungen, Verträgen, Rivalitäten und Fahrerwertungen. Behalte sie im Laufe der Saison im Auge. Hallo, hier ist Jeff. Ich bin dein Techniker für die kommende Saison und freue mich riesig darauf, mit dir zu arbeiten. Wenn du bereit bist, komm zu mir in die Forschungs- und Entwicklungsabteilung und wir können über die Entwicklung des Autos sprechen. Wir sehen uns. Ja, wunderbar. Also bekanntes, nicht bekanntes Menü, wie auch immer man das jetzt sehen möchte. Sehr, sehr cool. Ja, wir gehen es einfach mal durch. Wie gesagt, für das ist diese Folge da. Ausführlich, alles mal angucken, auch für die Leute, die es interessiert. Ich wiederhole mich, wer es nicht interessiert, muss es nicht gucken. Aber wir gehen jetzt einfach mal alles durch. Wir gehen auch direkt zu den Nachrichten. So, Karrierepostfach. Ja, da kriegen wir halt alles mit rein. Das müssen wir jetzt nicht lesen. Wetterberichte, Vertragsupdates etc. pp. So, dann haben wir von Elena nochmal was. Und zwar, Alexander ist jetzt in deinem Team. Ja, er war schon, egal. Bleib auf der Strecke, bitte professionell. Es kann aber auch nicht schaden, dem Team zu zeigen, wer die Nummer 1 ist. Ich meine, wir haben mit ihm jetzt gerade keinen leichten ersten Rivalen. Aber ja, wir gucken einfach mal. So, James Wolfs meldet sich auch zu Wort. Hallo Ray, es gibt nichts Besseres als den Start in ein neues Jahr in der F1. Mit dir und Alexander wird das sicher eine fantastische Saison. Meine Tür ist immer offen, falls du irgendwas brauchst. Ja, sehr schön. Und Jeff hat sich auch nochmal gemeldet. Hey, nur eine kurze Anmeldung zu deinem Team von SpezialistInnen. Je mehr du mit ihnen zusammenarbeitest, desto mehr Boni erhalten wir für unsere wichtige Forschung und Entwicklung. Alle SpezialistInnen bieten Boni für verschiedene Bereiche der Entwicklung. Hier eine kurze Liste der Dinge, die sie für uns tun können. Geringe Wahrscheinlichkeit, dass Upgrades scheitern, geringere Upgrade-Kosten, schnellere Entwicklungszeiten, mehr Ressourcenpunkte. Okay, also im Prinzip das, was wir bei der MyTeam-Karriere mit den einzelnen Abteilungen ausbauen können, machen jetzt quasi die Spezialisten und Spezialistinnen. So würde ich es jetzt einfach mal formulieren. Also, ich reiße das Thema jetzt nur ganz kurz an. Ich glaube, da gibt es sehr verschiedene Meinungen zu dieser Gender-Geschichte. Ja, auf die spreche ich kurz an. Wenn das irgendwo so steht, schriftlich, also da, Spezialist, Doppelpunkt, Innen, finde ich das völlig fein. Ist für mich einfach nur eine abgekürzte Form. Ey, ich habe Informatik studiert, ich hatte Mathematik und die Mathematik besteht auch eigentlich nur aus alles so möglich und kompakt wie möglich halten. Bin ich absoluter Freund von. Ja? Gar kein Thema. Und für das, was die Gender-Geschichte eigentlich steht, ist auch völlig fein. Nur es auszusprechen, das finde ich furchtbar. Also ich sage dann lieber Spezialisten und Spezialistinnen. Also die Zeit nehme ich mir dann beides zu sagen. Ja, nur, dass wir da schon mal auf dem gleichen Nenner sind. Wenn die das im Spiel jetzt halt dann gleich so sagen werden, dann ist es halt so. Dann hören wir einfach, dann können wir das nicht ändern. Ist auch so, ist auch egal. So, egal. Also, wie gesagt, um das nochmal kurz runterzubrechen, wir können jetzt über diesen neuen Tab im Spezialisten und Spezialistin, können wir jetzt quasi diese Dinge verbessern, die wir halt in der MyTeam-Karriere in den letzten Jahren eben halt über diese einzelnen Bereiche hatten. Was ja cool ist, dass wir trotzdem in unserer Fahrerkarriere auch diese Möglichkeit haben, auch wenn es einfach nur unter einem neuen Gewand ist. Wir gucken uns das gleich mal an, würde ich sagen, und gehen da auch gleich deine mal rein. Deine SpezialistInnen sind ein Team von Fachleuten, die mit uns zusammenarbeiten, um deine Forschung und Entwicklung innerhalb des Teams zu optimieren. Sie geben dir Ziele für jedes Rennwochenende vor. Durch das Erreichen dieser Ziele verbessert sich deine Beziehungsebene mit den jeweiligen SpezialistInnen. Dadurch erhältst du Boni, die den entsprechenden F&E-Bereich verbessern. Mhm. Ach so. Du kannst hier den Titel und das Level von allen SpezialistInnen sehen. Zudem kannst du hier eine Nachricht sehen, ob sie Ziele zur Verfügung haben. Du kannst eine detaillierte Übersicht mit Infos zu Zielen und Boni ansehen, indem du SpezialistInnen auswählst. Wenn du bereit bist, wähle einen der verfügbaren Spezialisten oder SpezialistInnen aus und schau dir an, welche Ziele sie dir bereitstellen. Okay, die anderen sind noch nicht verfügbar, dann gucken wir uns das aber mal an jetzt hier beim Fertigungsexperten. In dem Fall steht ja da ein Mann da, dann ist es auch ein Experte. Alle SpezialistInnen haben Boni, die dem jeweiligen Fachgebiet entsprechen.
Wenn du deine Beziehung zu ihnen verbesserst, erhältst du Zugriff auf den entsprechenden Bonus. Du kannst auch auswählen, welche der verfügbaren Ziele du für das kommende Rennwochenende haben möchtest. Du kannst deine Wahl jederzeit von hier aus oder an der Strecke ändern, bevor die erste Session des Wochenendes beginnt. Nach Beginn der ersten Session wird dein auserwähltes Ziel bestätigt. Okay, das ist sehr cool. Und wir haben auch die Wahl. Okay, diese Rennwochenende ab oder nimm an 3 Sessions am Rennwochenende teil oder bespringe sie mit der Serie. Ja gut, also abschließen werden wir es auf jeden Fall. Das wäre blöd, wenn das Let's Play jetzt hiermit schon endet. Auch das werden wir tun. Okay, das ist halt ab den Anfang einfach. Und dann steigt der halt quasi da. Okay, das ist cool. Das ist cool gemacht. Feiere ich jetzt schon. Hab schon gesagt, die Karriere wird geil. Du siehst deine ausgewählten Ziele und kannst sie während des Wochenendes einsehen. Nach dem Rennen erhältst du eine Übersicht darüber, welche Ziele du erreicht oder verfehlt hast und welche Fortschritte du in Bezug auf die Stufen deiner jeweiligen Spezialistinnen gemacht hast. Wenn du ein Ziel nicht erreichst, verlierst du deinen Fortschritt. Also wähle Ziele, die du glaubst, erreichen zu können. Kurz gesagt, sei nicht zu gierig. Alrighty. Das Kronensymbol kennzeichnet, wer Primärspezialistin ist, wodurch du doppelte EP für das erfolgreiche Erreichen von Zielen erhältst, damit du die jeweiligen Boni schneller freischalten kannst. Alle verfügbaren SpezialistInnen können als Primärspezialistin ausgewählt und wieder gewechselt werden, bis du die erste Session eines Rennwochenendes beginnst. Ah, das ist auch cool. Also wir können priorisieren, was mehr bringen soll. Okay, das ist cool. Also es könnte im späteren Verlauf echt noch eine spannende Nummer werden. Ich habe hier schon gedacht, der Management-Part wird in dieser Fahrerkarriere dann so ein bisschen kleiner werden. Aber ich glaube, eher im Gegenteil wird der Fall sein. Sehr, sehr cool. Freue ich mich drauf. Okay, weiter geht's. Fahrerdetails. Willkommen in deinem Vertragshub. Hier findest du deinen aktuellen Vertrag und alle damit verbundenen Informationen. Hier kannst du alle wichtigen Informationen zu deinem aktuellen Vertrag, deiner Zielwertung, deiner aktuellen Wertung und mehr einsehen. In diesem Hauptbereich findest du ein Diagramm, das deine Wertung für jedes Rennen anzeigt. Hier wird auch dein Ziel angezeigt, damit du immer weißt, wie weit du davon entfernt bist. Da wir noch keine Rennen gefahren sind, gibt es natürlich noch keine Daten. Sieh also nach jedem Rennwochenende noch einmal nach. Alles klar. Hier findest du Informationen zur Anerkennung. Du siehst einen Vergleich zwischen den Teammitgliedern sowie alle eingesetzten Boni. Darunter befindet sich eine Liste der aktuellen Vorteile, die mit deinem Anerkennungslevel einhergehen. So kannst du weitere Vorteile freischalten und die Entwicklung des Fahrzeugs voranbringen. Okay. Okay, okay. Prüfe dein aktuelles Vertragsziel und setze es niedriger an, falls es zu schwer für dich ist. Das Team wird dies jedoch nicht einfach hinnehmen und du wirst in dieser Saison Mühe haben, deine Anerkennung zu verbessern. Aber das ist immer noch besser, als gefeuert zu werden. Diese Option ist nur verfügbar, wenn du unter deiner Zielwertung liegst. Okay, das ist auch interessant. Also wir können das auch wirklich ändern. Bei einem langfristigen Deal kannst du deinen Vertrag auflösen. Natürlich wollen die Teams das nicht und behandeln dich so, als wärst du gefeuert worden. Eine Weihnachtskarte bekommst du also nicht mehr. Das wird sich negativ auf deine Anerkennung auswirken, sowohl bei diesem Team als auch bei anderen. Wenn wir einen neuen Platz für dich finden müssen, können wir uns vielleicht schon mit anderen Teams treffen, wenn es die Zeit erlaubt. Dazu wird es aber nicht kommen, oder? Das werden wir sehen. Nee, okay, das ist cool. Ich bin mir nur noch gerade nicht ganz sicher oder ich habe noch nicht so ganz verstanden. Vielleicht werden wir das dann im Laufe der Zeit verstehen oder vielleicht weiß jemand von euch das jetzt schon. Also mit diesem Bonus wäre ich ja schon bei F&E Schub, also bei diesem 45%. Aber ich glaube, zählt das jetzt schon mit rein? Oder ist das Maximale, was wir erreichen können, weil wir vertraglich uns so festgelegt haben? Also könnten wir gar nicht in dieser Saison zum Beispiel die 60% unten erreichen. Ich weiß nicht. Wir müssen mal gucken, wie genau das abläuft. Aber bei nee, wir haben jetzt 44 und der nächsten Woche haben wir 45. Also ich verstehe das mit dem Bonus nicht so ganz. Ja, wir werden es sehen. Wir gehen mal weiter. Dies sind deine aktiven Auszeichnungen aus deiner glorreichen Formel-1-Karriere. Auf diese Auszeichnungen arbeitest du hin. Jede Auszeichnung hat mehrere Stufen, damit dir nicht langweilig wird. Markiere eine Auszeichnung und du siehst, worum es sich handelt, wie du deine aktuelle Stufe abschließt und welche Belohnungen es gibt. Hast du eine Stufe abgeschlossen, wird sie unten angezeigt, damit du in Nostalgie und Erinnerungen an vergangenen Ruhm schwelgen kannst.
Apropos vergangener Ruhm. Wer entdeckt da hinten im Hintergrund so ein bisschen so in die Richtung hier? Der Trophäe, dessen Strecke wir leider gar nicht mehr im Spiel haben. Ich wollte es nochmal gesagt haben. Okay, ja, cool. Da kommen wir später mal drauf. Im Laufe deiner Karriere wirst du immer wieder mit den anderen im Team verglichen werden. Teamduelle sind laufende Rivalitäten, für die es an jedem Rennwochenende leistungsabhängige Belohnungen gibt. Ein sehr knapper Punktestand kann eine Rivalität in der Meisterschaftsgeschichte auslösen. Dabei wird der eigene Punktestand mit dem der Gegenseite verglichen, mit dem Ziel, einen deutlichen Vorsprung zu erzielen, um zu gewinnen. Bei Abschluss werden Belohnungen vergeben. Wenn deine Wertung ähnlich hoch ist wie die von jemand anderem, kann das eine Rivalität der Fahrerwertungen auslösen. Ziel ist es, einen großen Vorsprung zu erzielen. Bei Abschluss werden Belohnungen vergeben. Okay. Jede Rivalität hat eine bestimmte Intensitätsstufe. In entscheidenden Momenten während der Saison kann sich dieser Wert für eine oder mehrere Rivalitäten erhöhen. Eine höhere Intensitätsstufe bedeutet, dass du mehr tun musst, um zu gewinnen. Aber du erhältst auch mehr Belohnungen. Okay, das ist interessant. Könnte eine gewisse Spannung mit reinbringen. Anhand dieses Diagramms kannst du sehen, wie sich deine Fahrerwertungen im Laufe deiner Karriere in der Formel 1 entwickeln. Steil bergauf, hoffentlich. Deine aktuellen Werte findest du oben rechts. Jeder Wert ist farblich so gekennzeichnet, dass er zu einer Linie im Diagramm passt. Der Fortschritt wird nach jedem Rennwochenende aktualisiert und du kannst sowohl die aktuelle als auch die vergangene Saison betrachten. Am unteren Rand des Bildschirms findest du eine Beschreibung der einzelnen Wertungen und was du tun musst, um sie zu verbessern. Okay, also ja, okay, aber wie? Also ich sehe jetzt nur Erfahrung und Rennkunst, die anderen sehe ich jetzt gar nicht in der Erklärung, aber... Also Erfahrung ist verdient durch Teilnahme an Sessions und Trainingsprogrammen. DNFs verringern die Erfahrung. Und Rennkunst wird durch Überholmanöver und deine Platzierung im Vergleich zur Startposition beeinflusst. Okay. Und das andere, keine Ahnung, kann man irgendwo sehen? Ah, da. Jetzt. Okay. Aufmerksamkeit. Gewonnen durch faire Rennen, verringert durch Kollision, Abweichung von der Strecke. Heißt es wirklich Abweichung? Also quasi, wenn ich von der Strecke fliege. Und DNFs. Dann gibt es noch Tempo, Spiegelgeschwindigkeit im Qualifying und den Abstand zur schnellsten Runde im Rennen wieder. Und dann noch die Konzentration, spiegelt die Form in den Qualifying und Rennergebnis unter Berücksichtigung der Fahrzeugleistung wieder. Okay. Okay, spannend. Okay, gucken wir mal. Du kannst Fahrer und Fahrerinnen aus der linken Liste auswählen und sie werden dann mit ihren Wertungen rechts neben dir angezeigt. Rote Wertungen sind niedriger, während höhere und gleiche Wertungen weiß dargestellt sind. Ja gut, das ist klar. Können wir halt vergleichen, wir sind jetzt überall rot. Sind wir in irgendwas gleich oder grün? Ja, okay, das sind dann die, die nicht mehr mitfahren. Okay, gut. Nevermind, also die so Formel 2 und so weiter. Okay, nevermind. Und dann können wir hier natürlich noch anpassen, Fahrerprofil. Also wir könnten sogar den Avatar noch wechseln. Cool. Also sagt mal gerne auch, ich habe so viele Aufgaben für euch, allein schon in dieser Folge, aber sagt mal gerne, soll ich beim alten Ego hier bleiben oder sagt ihr, ich soll vielleicht zu dem hier wechseln oder so? Können wir ja mal noch entscheiden. Wir lassen es jetzt erstmal. Wir lassen uns umoperieren, ja, so wisst ihr Bescheid. Helme, Gesten, klar. So, wir sind noch nicht durch. Jetzt geht's weiter. Forschung und Entwicklung. Okay, sprechen wir über F&E. Forschung und Entwicklung sind vielleicht der wichtigste Aspekt der Formel 1. Wir beide werden zusammenarbeiten, um die Leistung des Autos zu steigern. Hier kannst du in Upgrades investieren und zwar in 4 Entwicklungsbereichen. Du findest hier eine Übersicht über die Abteilungen und wie viele Upgrades derzeit in jeder Abteilung eingesetzt sind. Wenn du eine davon auswählst, gelangst du zu den jeweiligen Technologiebäumen. Für die Entwicklung von Upgrades hast du dein eigenes Ressourcenpunktekonto, das deinem Fahrer oder Fahrerin zugewiesen ist. Auch das andere Teammitglied hat ein eigenes Konto. Deine aktuellen Ressourcenpunkte können hier auf deiner Spielerkarte eingesehen werden und die Punkte werden jede Woche passiv verdient. Je höher deine Anerkennung, desto mehr Punkte bekommst du von uns. Du kannst auch über Trainingsprogramme Punkte sammeln. Du weißt ja, wie sehr ich gute Daten liebe. Dieses Diagramm zeigt schließlich die Leistung, die du in jeder Abteilung auf der Grundlage der Anzahl der angewandten Upgrades erzielt hast. Darüber hinaus kannst du das maximale Potenzial für jede Abteilung auf der Grundlage der verbleibenden Upgrades sehen. Ich hoffe, das hilft dir zu verstehen, wo wir stehen und wie weit wir es bringen können. Alrighty.
So, also nichts Neues. Okay, hier findest du eine Liste der Upgrades, die gerade in Arbeit sind. Die Liste ist jetzt aufgeteilt in Upgrades, die du selbst begonnen hast und solche, die deine TeamkollegInnen begonnen haben. Du kannst hier umschalten, welche Liste du sehen willst. Ja, also, okay, wir haben beide noch nichts. In diesem Diagramm wird der Leistungsfortschritt aller Teams dargestellt. Das kann ich jetzt überspringen, ich glaube, das ist klar, müssen jetzt nicht alles anhören. Okay. Du und deine TeamkollegInnen können Upgrades kaufen. Also seid nett zueinander. Jedes Upgrade wird mit dem Namen des Fahrers oder der Fahrerin gekennzeichnet, der oder die es gekauft hat. Alle Upgrades werden für beide Autos des Teams übernommen. Egal wer etwas gekauft hat, denke immer daran, wenn das Auto langsam ist, liegt es an euch. Und wenn es schnell ist, ist das mein Verdienst. Natürlich, Jeff. Okay, hier kannst du deine Upgrades für jede Abteilung kaufen und verwalten. Wenn die Entwicklung eines Upgrades scheitert, gib bloß nicht mir die Schuld dafür. Du kannst sie hier wieder in Auftrag geben und fertigstellen. Mit der Entwicklung von Teilen schaltest du den Zugang zu weiteren Teilen frei. Wenn du gesperrte Upgrades markierst, erfährst du, was du tun musst, um Zugang zu ihnen zu erhalten. Für jede Abteilung kannst du schnell sehen, welche Boni dir aufgrund deiner Beziehung zu unseren SpezialistInnen und deiner aktuellen Anerkennung innerhalb des Teams zur Verfügung stehen. Hier siehst du die Boni, die dir für diese spezielle Abteilung angeboten werden. Da SpezialistInnen in Teilzeit arbeiten, solltest du prüfen, wer gerade da ist und auf wessen Boni du Zugriff hast. Mit einer höheren Anerkennung werden auch geheime Upgrades, die Möglichkeit, Upgrades zu beschleunigen und die Möglichkeit, mehrere Upgrades gleichzeitig durchzuführen, freigeschaltet. Aber lass dir das nicht zu Kopf steigen. Okay, das ist cool. Wir können jetzt wahrscheinlich am Anfang eh nichts machen, weil wir zu wenig Punkte haben. Aber trotzdem spannend auf jeden Fall. Okay, sehr, sehr, sehr cool. Ich glaube, da können wir uns richtig schön noch mit rein vertiefen. Freut mich. So, das haben wir alles gecheckt. Dann haben wir noch Fahrzeug. Aber ich glaube, das ist jetzt Wochenendaufteilung. Okay, das kennen wir ja schon. Okay. Und ja, Rangliste, da ist ja auch jetzt nichts Neues dabei. Ja, wunderbar. Das heißt, wir können schon mal den ersten Schritt in die Zukunft bewegen. Da kriegen wir ja auch schon mal erste wöchentliche Ressourcen. Und die nehmen wir natürlich jetzt schon mal mit, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, ob wir mit den ersten Ressourcen tatsächlich schon mal irgendwas machen können. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, die kosten aber, glaube ich, alle 400, ne? Oh, Alex hat tatsächlich schon mal was gemacht. Okay, danke dir. Cool wäre ja natürlich noch als Feature, klar, es kriegen beide die Upgrades, aber ich fände es noch cool, wenn das Upgrade, was der Fahrer beantragt hat, dass er das ein Rennwochenende früher bekommt. Ich fände, das wäre noch ein geiler Twist. Gerade auch dann für die Koop-Karriere, die ja auch diese Features mitbekommt. Ja, und Koop-Karriere ist ein gutes Stichwort. Da wird es vielleicht dieses Jahr auch eine geben. Freue ich mich drauf. Sollte es zustande kommen. So, okay, also wir können nichts machen, weil wir einfach zu wenig im Verhältnis bekommen haben. Alex hat mehr bekommen, deswegen hat er schon was angestoßen. Guter Mann. Ist tätig geblieben. Und dann würde ich sagen, an dieser Stelle, ja, soll es das gewesen sein mit dieser Folge 0. Wie gesagt, ich sehe es gar nicht als erste Folge an. Es ist wirklich einfach nur alles mal einstellen, alles mal gucken. Wir haben noch Nachrichten, das checken wir noch. Saisonziele gibt es noch. Irgendwo im Mittelfeld möchten sie landen. Ja, okay, das gucken wir mal. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, die erste offizielle Folge, wenn es dann auch wirklich losgeht mit der Action, die gibt's dann, ja, bald. Also ich werde versuchen, beide Folgen, auch wenn die jetzt deutlich wahrscheinlich früher aufnehmen, wie die Folge jetzt, die dann danach kommt, weil ich muss noch ein bisschen am Lenkrad das Spiel noch ein bisschen kennenlernen, bin ich ganz ehrlich zu euch. Aber so oder so, lange Rede, kurzer Sinn. Es geht für dich nahtlos weiter, beziehungsweise für die, die eh diese Folge nicht interessant fanden. Die erste offizielle Folge mit dem Crit Reveal, ja, die gibt es dann entsprechend, ja, sehr bald hier auf dem Kanal. Würde ich mich freuen, wenn du dann da auch einschaltest, wenn dir das heute aber auch schon gefallen hat. Einfach mal so locker flockig das Ganze kennenlernen. Dann sehr gerne Däumchen nach oben da lassen. Wie gesagt, Aufgaben, Feedback in die Kommentare habt ihr mehr als genug. Da bin ich auch mal gespannt, was ich da von euch zu lesen bekomme. Ich freue mich drauf, endlich wieder Formel 1 hier auf dem Kanal. Ich wiederhole es, wie ganz am Anfang gesagt. Ich bin jetzt aber raus. Mach's gut und bis dann. Ciao!